Die andere Sache ist, dass Leute halt Geschäftsideen machen, die nicht wirklich Probleme lösen. Manchmal gibt es das, wo man wirklich sagt, ein Kurs zum Thema, ja, fällt mir jetzt aktuell spontan nichts ein, was ein schlechtes Beispiel wäre, aber einfach wenn ein Kurs nur Wissen vermittelt und nicht wirklich ein Problem löst, dann ist es auch kein guter Kurs. Aber meistens kann man das leicht einfach ein bisschen verändern und schon hat man einen richtig krassen Kurs, der ein Problem löst. Hallo und herzlich willkommen. Du kennst es sicher, das Thema E-Learning. Seit Corona spätestens sind alle Menschen dabei, online sich fortzubilden, weiterzubilden, sei es in der beruflichen Sicht oder im privaten. Wie kannst du von dem Megatrend profitieren? Wie kannst du selber Wissen vermitteln in Form von Online-Kursen? Wie kannst du diese Online-Kurse aufnehmen? Und vor allem, wie kannst du die Online-Kurse vertreiben und dir eine eigene Community aufbauen? Ich freue mich riesig, dass ich heute den Experten für das Thema mit dabei habe. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße ganz herzlich Jakob Hager. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hi Sebastian, hallo an alle Zuseher und Zuhörer. Freut mich, dass ich dabei bin. Wird sicher sehr, sehr, sehr cool. Ja, das glaube ich auch. Also, wenn man sich deine Vita mal anschaut, also ich muss jetzt mal spicken, deswegen gucke ich gerade weg. Du bist Online-Marketing-Experte, du bist digitaler Serienunternehmer. Also, du hast nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern mehrere. Du bist Experte für Facebook, für Google-Werbung, fürs komplette Marketing. Du hast Bücher geschrieben, du bist Speaker, du bist Coach, du bist Softwareentwickler. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, ja, das trifft es ganz gut. Also ich habe schon einige Stationen gehabt und ja, das bringt da natürlich auch sehr viel Wissen mit. Ja, bin noch nicht ganz so alt, aber ich habe trotzdem schon viel gemacht, weil ich eigentlich nie irgendwas anderes war als Unternehmer. Ich habe Ja. immer nur Unternehmen gemacht. Du schläfst auch nicht viel, oder? Ja, mittlerweile schon. Ja, früher war ich da noch so jung und wild. Ja, habe immer den ganzen Tag gearbeitet. Mittlerweile ist das schon etwas gemäßigter. Aber Ja. ja, es sind wir Man noch. kennt es ja mittlerweile so aus dem Beruflichen. Man macht ja viele Videokonferenzen und die meisten, die haben dann ganz tolle Skylines im Hintergrund, so Hintergrundbilder. Bei mir ist ja jetzt ausgeblurrt. Du hast auch eine Skyline im Hintergrund, aber die ist echt, oder? Das ist richtig, ja. Also man Ja. sieht es nicht ganz, weil es ein bisschen hell ist draußen, ja, das ist halt Dubai. Ich bin 2017 nach Dubai ausgewandert und wohne jetzt hier. Ja, also schon seit einer Weile mittlerweile. Krass, Und ja. ja, die Skyline ist echt, aber ich kriege das oft, dass Leute sagen, was hast du da für einen Zoom-Hintergrund? Ja. Ja, ist dann doch ein bisschen ungewöhnlich, ja. Nee, aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie du bei Dubai gelandet bist, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen vor Dubai an, einfach mal so ein bisschen, dass die Leute, die Zuschauer jetzt ein bisschen über dich erfahren können. Ja, wie bist du eigentlich zu dem geworden? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen über dich. Gerne. Also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Wien, vom kleinen Dorf in Österreich und bin da auch aufgewachsen, habe dann eine Zeit in Wien gewohnt und hier studiert und bin dann 2012 oder 13 war das circa nach San Francisco gegangen, in die USA. Ich hatte vorher schon eine kleine Firma gestartet und die dann wieder geschlossen, weil ich gesagt habe, na, ich muss zuerst mal lernen, wie das wirklich ist, so ein großes Business aufzubauen. Und da war irgendwie naheliegend, gehen wir nach San Francisco, oder dort ist Facebook, dort ist Google, dort ist YouTube, dort sind alle großen Tech-Unternehmen. Und das wollte ich mir mal anschauen, bin dort hingegangen und habe dann, bin quasi in das Thema Facebook-Marketing mehr oder weniger reingestolpert. Ja, ich habe dort jemanden kennengelernt, der das schon gemacht hat und der gesagt, so, das braucht die Welt im Moment, Facebook-Marketing geht richtig ab, Jakob, du mach doch das, ja. Und dann habe ich im Prinzip auch Facebook-Marketing gemacht für ein paar ganz coole Kunden, also für die Golden State Warriors, der Basketballverein von San Francisco und für Manchester City habe ich eine Zeit Facebook-Marketing gemacht. Und das ist, ja, das habe ich da die Chance gehabt, im Prinzip sehr viel, sehr kurze Zeit zu lernen, weil wir natürlich enorme Budgets haben. Da hast du locker mal irgendwie $300.000 Budget im Monat zur Verfügung. Und das ist halt ganz nett, das ist bei Facebook auszugeben, weil du kannst locker mal sagen, ich habe eine Idee, ich teste das, mal 10.000 Euro da reingesteckt und das merkt auch keiner, das ist jedem egal im Prinzip, weil das ist nur ein kleiner Teil vom ganzen Budget. Aber mit dem Wissen bewaffnet bin ich dann wieder zurückgekommen nach Europa. Habe halt dann begonnen, hier Kurse zu verkaufen. Ich habe gesagt, das Wissen muss man weitergeben, vor allem Leute, die online Geld verdienen wollen, die brauchen irgendwie Werbung. Auch Menschen, die
einfach ihre eigenen Projekte haben, brauchen Reichweite, brauchen Bekanntheit und so weiter. Das heißt, die Nachfrage war auf jeden Fall da, aber das Wissen war nicht so verbreitet. Wie macht man das jetzt wirklich genau mit Facebook? Genauso aber auch mit Instagram und YouTube und Google und so weiter. Ja. Und dann habe ich begonnen, eben diese Kurse zu verkaufen und bin dann schlussendlich auch bei dem gelandet, was ich jetzt mache, nämlich ich habe eine Kursplattform gegründet, eine Plattform, auf der man selber Kurse erstellen und verkaufen kann und auch Online-Communities anbieten kann. Und das ist Mentor Tools. Das ist das, was ich jetzt seit circa 2019 mache. Und das ist eben mein Hauptfokus, das, was ich jetzt zu 95 oder 99% von meiner Zeit und Energie mache. Und das ist eine Plattform, die es halt ermöglicht, sehr, sehr einfach und schnell und mit schöner Benutzeroberfläche und benutzerfreundlich Online-Kurse selber zu erstellen und zu verkaufen. Auch wenn man kein Marketing-Experte ist und sich halt vor allem auf diese Inhalte konzentrieren will und nicht unbedingt nur immer Marketing machen will. Das ist das, was mir jetzt Spaß macht und das ist das, wo ich jetzt angekommen bin. Ja, also krasser Lebenslauf, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt die Chance haben und wir haben ja einen Facebook-Marketing-Experten sitzen, viele schimpfen ja immer über Facebook in letzter Zeit. Die Werbung funktioniert nicht mehr, es gibt keine Leads mehr. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ja, das kann ich so nicht ganz unterstreichen. Also Facebook funktioniert nach wie vor und das ist auch für viele Plattformen wirklich am einfachsten zu starten. Ganz konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, zum Beispiel einen Kurs, ein Coaching, eine Dienstleistung, ich möchte die verkaufen, dann kann ich natürlich Google-Werbung schalten. Ganz klassisch, jemand sucht danach und sieht meine Werbung. Das geht aber nur, wenn die Leute eben auch danach suchen. Und bei vielen Coaches und Dienstleistern ist es so, dass das Problem eher geweckt werden muss, dass man überhaupt die Leute aufmerksam machen muss auf das Problem und dass sie nicht danach suchen. Das heißt, das ist limitiert, Google-Suche. Man kann dann sagen, na, dann mache ich halt YouTube. Nur bei YouTube braucht man mittlerweile schon richtig professionelle, gute Videos. Und das ist für viele so ein Problem, zu sagen, ja, wie gehe ich vor die Kamera, wie positioniere ich mich da, was sage ich da, ist nicht so leicht. Dann gibt es noch TikTok zum Beispiel. Aber auch bei TikTok musst du Videos machen. Du musst es nicht ganz so professionell machen, aber du musst dich vor die Kamera stellen und da in 60 Sekunden coole Videos machen, damit die Leute dann zu dir kommen und auf dich aufmerksam werden. Also die einzige Plattform, wo du heute nach wie vor wirklich dich hinsetzen kannst, sagst, ich mache schnelle Landingpage mit ein paar Klicks, eine Webseite und lade zum Beispiel ein Bild hoch und Text dazu und es geht schon. Da kann ich quasi in 1,5 Stunden, wenn ich mich hinsetze, kann ich eine neue Kampagne machen, inklusive Webseite, Landingpage und Werbung. Und das kann quasi noch am selben Tag mir Leads bringen. Natürlich, wenn mir jetzt jemand noch nie das gemacht hat und komplett neu ist, dann geht es nicht ganz so schnell. Da muss man sich, genauso wie wenn man Autofahren lernt, ja, wenn man das schon jahrelang macht, dann setzt man sich einfach rein und fährt. Wenn man das zum ersten Mal macht, dann muss man erstmal schauen, wo ist überhaupt die Gangschaltung. Und so ist es auch hier. Aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass das Auto das am schnellsten und am einfachsten wegfährt, wenn man auf Facebook ist. Und man muss sich natürlich nach Alternativen umschauen. Ja, ich schalte selber auch TikTok-Werbung und YouTube-Werbung, Google-Werbung. Ich bin nicht dann, der nur sagt, nur Facebook, das sage ich ja einfach gar nicht. Aber diese Kritik, die es an Facebook gibt, ist zum Teil sehr berechtigt. Ich habe auch selber Kritik an Facebook, aber trotzdem ist es immer noch so, dass aktuell für viele kein Weg daran vorbeiführt. Auch es gibt auch ganz große, die sagen, ja, Facebook ist schlecht und dann kommen sie zu mir und sagen, kann man nicht doch irgendwie Werbung machen? Wie funktioniert das denn? Also kaum jemand kommt da irgendwie dran vorbei und möchte auf das verzichten, weil er ein Online-Business hat vor allem. Okay. Du hast ja von der Ausbildung direkt Unternehmen gegründet nach Amerika, jetzt Dubai und so. Wer hat dich denn da an die Hand genommen, oder? Also man gründet ja nicht einfach mal so ein Unternehmen. Kommst du aus einer Unternehmersfamilie oder wie bist du da überhaupt in Berührung gekommen, auch nach Amerika zu gehen? Nee, ich war immer schon sehr viel unterwegs. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern sind Lehrer und Krankenschwester. Also ich habe da ganz, ganz, ganz normale, sehr schöne Kindheit gehabt, sehr schön, aber nichts mit Unternehmen zu tun. Aber es war immer irgendwie in mir drin. Ich kann es auch gar nicht beschreiben, warum, aber das war einfach so. Ich wollte ja immer schon was machen und habe im Prinzip neben dem Studium schon begonnen, quasi Webseiten zu programmieren als Softwareentwickler und dann auch kleine so also Unternehmen zu starten im Prinzip. Das erste Unternehmen habe ich dann schnell wieder geschlossen, bin in die USA gegangen. Ich war auch viel unterwegs. Also ich habe, während ich noch an der Schule war, habe ich mal im Sommer 2 Jahre in Liverpool gearbeitet, einfach weil ich mir dort einen Job gesucht habe, um dort irgendwie besser Englisch zu lernen, dort zu arbeiten. Dann habe ich mal 8 Monate in Moskau gearbeitet und studiert, einfach um auch das kennenzulernen, weil ich mir gedacht habe, naja, Paris und London oder Berlin oder sowas und so, auch New York, vielleicht, das sind alle relativ ähnlich, das sind alles westliche Städte. Ich gehe mal woanders hin, machen wir mal Moskau. Das war ich auch 8 Monate, das ist aber mittlerweile schon 10 Jahre her.
Und dann kam San Francisco und als ich dann irgendwie gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach Dubai, war das für viele in meinem Umfeld gar nicht mehr so die Überraschung. Die haben gesagt, naja, klar, irgendwie Jakob, irgendwo ist er ja. Also, aber ich dachte, ich wusste selber nicht, dass es das dann so lange sein wird. Ja, ich dachte mal, ich gehe mal vielleicht so irgendwie 6 Monate bis ein Jahr nach Dubai und mittlerweile ist es auch schon 6 Jahre her und ich bin Ja, dort. cool. Ja, nicht schlecht. Und ja, du hast ja eine Plattform gemacht, Mentor Tools, wo man diese Kurse da vertreiben kann. Vielleicht nochmal so ein, ja, so ein Anfang und wie du quasi hilfst. Also zum Beispiel, ich meine, es gibt ja heute Kurse für alles. Angenommen, ich kann richtig gut Papierflieger basteln. Wie ganz weit fliegen. Ich mache jetzt einen Kurs über Papierflieger, setze mich hin, filme mich dabei, habe dann die Videos. Und ab dann quasi kannst du mir helfen oder hilfst du mir schon vorher? Nee, also im Prinzip, das ist das, was Mentor auch besonders macht, weil wir haben hier Vorlagen, du kannst bei Mentor zum Beispiel mit einem Klick so einen fertigen Kurs importieren und den dann verwenden und weiterentwickeln oder auch wenn du Affiliate-Marketer bist, kannst du den Kurs einfach so, wie er ist, verkaufen. Also das ist etwas, was sehr praktisch ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wir nehmen unsere Kunden wirklich bei der Hand und helfen ihnen von Anfang an, den Kurs zu erstellen. Also circa 78%, also nicht circa, sondern genau 78%, bei dem wir das letztes Mal ausgerechnet haben, aller Kunden, die zu uns kommen, haben keinen fertigen Kurs. Also die haben nicht irgendwie die kommen nicht mit dem fertigen Kurs und sagen, jetzt will ich ihn nur verkaufen, sondern die kommen mit einer Idee, sagen, ich würde gerne einen Kurs machen, weil zum Beispiel ich bin Dienstleister und möchte mich online positionieren, möchte Reichweite gewinnen. Oder sie sagen, ich bin einfach Coach und möchte mein Coaching automatisieren. Ich möchte nicht immer das Gleiche 100 Mal erzählen, sondern möchte mehr und mehr Dinge automatisieren. Oder sie sagen ganz klassisch, ich will einfach Geld verdienen, ich will Kurse verkaufen. Das geht auch. Ja. Also es gibt da verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Ziele, die man mit Mentor super abdecken kann. Aber in den meisten Fällen ist viel Beratung auch dabei. Also viel Unterstützung von mir, von meinem Team, die man als Mentor-Tools-Kunde einfach bekommt. Weil wir ganz genau wissen, wir haben jetzt über 10.000 Kurse bei Mentor-Tools. Wir wissen halt, welche Kurse funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut. Wir versuchen unseren Kunden halt zu helfen, dass sie die Kurse machen, die zum Bestseller werden im Endeffekt. Okay, das heißt, ihr könnt auch unterstützen mit so Tipps, wie man so überhaupt ein Video aufnimmt, dass man gut zu sehen ist, dass die Ausleuchtung stimmt und dass man auch so Basics vermittelt. Genau, also wir haben eigene Anleitungen dazu, zum Beispiel, wie nehme ich ein Video auf, wie schneide ich so ein Video, wie funktioniert, also das haben wir dabei, ja. Okay. Ist das dann auch so ein großer Unterschied zu Udemy? Ich meine, Udemy kennen natürlich viele. Oder wo ist da Ist noch eine ein Unterschied? super Frage. Also Udemy ist eine Plattform, da kann ich, wenn ich Kurse habe, die dort hinstellen und dann ist halt mein Kurs einer von tausenden Kursen, der dort ist. Ja, das hat den Vorteil, dass dort natürlich auch viele Leute sind, die Kurse kaufen, aber es hat auch wenn du jetzt einen Kurs zum Thema zum Beispiel Meditation machst, dann gibt es sicher tausend andere Kurse zum gleichen Thema von anderen Leuten, die wahrscheinlich schon mehr Reviews haben, mehr Feedback haben, bessere Bewertungen haben. Vor allem, wenn du jetzt neu startest bei Udemy, dann hast du da einen sehr, sehr harten Kampf vor dir und du bekommst zum Beispiel, so ein Kurs kostet bei Udemy irgendwie 9,90 €. Also das ist so ein typischer Preis. Die kosten meistens knapp unter 10 € und du bekommst selber irgendwie nur ein Drittel davon. Das heißt, du kriegst für einen verkauften Kurs 3 € und damit kannst du halt nie davon leben. Das heißt, du kannst es eventuell verwenden irgendwie, um dich zu positionieren, aber du kannst niemals davon leben. Die Zeiten sind vorbei. Was dort beim Mentor Tools im Gegensatz dazu hast, dass du Mentor Tools ist komplett im Hintergrund. Man nennt das ja auch White Label. Das bedeutet, wenn du selber eine eigene Online-Akademie aufbaust, dann sieht man nicht, dass du Mentor Tools nutzt, sondern Mentor Tools stellt nur das ganze Technik für dich zur Verfügung. Also macht die Landing Pages, die Verkaufsseiten, die Kursseiten selber, Upsell-Seiten, die Community und das alles unter deiner Domain zum Beispiel, unter deiner eigenen Marke, sodass du auch nicht vergleichbar bist. Die Leute können dann nicht sagen, also sie kommen nicht auf Mentor Tools und sehen alle Kurse, sondern sie kommen auf deine Webseite und sehen deinen Mitgliederbereich. Und damit kannst du auch höhere Preise verlangen. Da kannst du für einen Kurs 300 € verlangen, wenn du ihn richtig verkaufst. Ja? Und wie du den richtig verkaufst, da unterstützt Mentor Tools auch dabei. Aber der Unterschied ist halt, beim Mentor Tools verkaufst du mehr, du bekommst mehr pro Kurs, mehr pro Kunde und du bist nicht vergleichbar mit anderen. Und du kannst dich ja, das ist im Prinzip die einzige Art und Weise, wie du wirklich von so einem Online-Business leben kannst. Weil die ganzen sehr erfolgreichen Online-Business-Menschen, die sind alle nicht auf Udemy, sondern die haben ihre eigenen Kursbereiche. Das heißt, bei euch ist quasi nicht der Fokus, ihr wollt nicht unbedingt Masse zu möglichst günstigen Preisen, sondern ihr wollt eher ausgewählte Themen haben und den Leuten dann oder den Coaches dann eher helfen, auch wirklich dann einen guten Preis für die Kurse zu erzielen.
Weil bei Aber selbst Udemy. da gibt es. Nee, Ja, sorry. bitte. Nee, machen. Nee, ich wollte nur sagen, selbst da gibt es verschiedene Strategien. Also du kannst zum Beispiel auch wirklich kleinpreisige Abos verkaufen über Mentor-Tools, so wie im Prinzip das Netflix-Prinzip. Ja? Netflix, so eine Plattform, wo du dir also Kurse, also nicht Kurse, wo du dir so Videos und Serien und so anschauen kannst. Und du zahlst irgendwie, glaube ich, 10 € im Monat dafür und hast Zugriff auf alles. Und manche unserer Kunden haben auch das zum Beispiel, dass sie sagen, sie haben 300 Kunden, das kostet 29 € im Monat. Und dann haben sie halt zum Beispiel 10.000 € Umsatz, also knapp 10.000 € pro Monat, also 30 mal 300 und bekommen halt, die Kunden bekommen Zugriff auf alles, was im Mitgliederbereich ist. Also das wäre so ein klassisches Online-Abo-System, ist auch eine Möglichkeit, die man mit Mentor-Tools super umsetzen kann. Okay, das heißt quasi, ihr lasst die Preisgestaltung beim Kursowner, ihr greift da nicht ein, weil ich weiß nicht, bei Nee. Udemy hört man ja auch immer, dass die auch in die Preise eingreifen und sagen, wenn sie jetzt so einen Kurs nicht verkauft, dann drücken die einfach selbst den Preis. Das macht also sowas macht ihr nicht, da lasst ihr die Hoheit bei den Eigentümern. Genau, also die Preisgestaltung, das Copyright über die Kurse, die kompletten Entscheidungen über den Ablauf und so weiter, das liegt alles beim Nutzer, beim Kunden. Da mischen wir uns gar nicht ein. Wir sind aber bei Fragen da. Also viele unserer Kunden fragen, was ist denn der optimale Preis? Wie soll ich den Kurs verkaufen? Oder andersrum, sie sagen, ich will gerne 300 € für meinen Kurs haben. Mit welcher Strategie verkaufe ich denn den? Weil zum Beispiel einen 300 € Kurs kann man nicht einfach so direkt auf Facebook verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Also musst du anders verkaufen. Das heißt, ihr helft dann auch bei der Abrechnung, bei Bezahlmethoden. Das ist dann wahrscheinlich alles, was ihr einmal global anbietet. Und die Leute können das dann bei euch nutzen. Genau. Okay. Nicht schlecht, ja. Eine gute Idee. Und wie sieht das jetzt aus? Jetzt habe ich natürlich meinen Kurs. Ich habe meinen Kurs bei euch reingestellt. Die Leute können das gucken. Jetzt fehlt natürlich zu dem Kurs, fehlt ja auch noch so eine Art Community. Die Leute wollen vielleicht mal eine Frage stellen oder ich will mit den Leuten irgendwie in Kontakt kommen. Das heißt, Mentor Tools hat ja noch mehr im Hintergrund, oder? Genau, also das gibt's. Es gibt bei uns die Möglichkeit, darauf sind wir sehr, sehr stolz, dass man eine eigene Online-Community aufbauen kann. Das heißt, statt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe zu haben, wo die Leute alle reinposten, macht man genau das Gleiche wie eine Facebook-Gruppe, nur in der eigenen Kursplattform drinnen. Also eine eigene Online-Community. Und der wesentliche Vorteil davon ist, dass man unabhängig ist von Facebook, dass man nicht davon, weil bei Facebook, wenn ich dort einen Beitrag in der Gruppe poste, dann sehen das vielleicht nur ein Bruchteil der Leute, die in der Gruppe sind, weil Facebook entscheidet, wer sieht das. Und wenn du deine eigene Community hast, dann hast du die Hoheit über diesen Content und du hast auch die E-Mail-Adressen von allen Nutzern und du kannst entscheiden, wer bekommt eine Benachrichtigung zum Beispiel, wenn der neue Kommentar gepostet wird oder sowas in die Richtung. Also es ist quasi wie der Facebook-Gruppe, die man selber kontrolliert und wo man selber die volle Kontrolle drüber hat. Okay. Wie sieht es denn aus bezüglich Gesetze? Zum Beispiel in Deutschland gibt es ja diverse ISO-Zertifizierungen, es gibt die DSGVO, die jeder kennt. Jetzt sitzt du in Dubai, da trifft dich vielleicht vieles nicht, aber wenn du jetzt natürlich Kunden in Deutschland hast, die sich da jetzt vielleicht gerade Sorgen machen, wie bist du da aufgestellt mit Mentor-Tools? Das ist eine super Frage auch. Also wir haben über 10.000 Kurse und über 1.000 Nutzer. Also mehr als 1.000 Nutzer, die auch in Deutschland sind. Und dementsprechend haben wir das alles geregelt. Also wir haben die Server sind in Deutschland, in Frankfurt. Die Daten verlassen Deutschland nicht. Und wir haben auch diesen AV-Vertrag, also Arbeitsdatenverarbeitungsvertrag plus den DSGVO-Vertrag für jeden, der uns nutzt. Also auch Datenschutzanwälte nutzen Mentor-Tools in dem Sinn. Und dementsprechend, da ist alles in Ordnung, da ist alles sicher, das passt so. Okay, super. Das ist ja auch ein Mehrwert, wo gerade viele amerikanische Plattformen oder die im Ausland sitzen, halt Ja. genau eben nicht mitpunkten können. Ja, wir haben ja noch eine kleine Überraschung mitgebracht für alle, die sich jetzt das Interview mit dir anschauen und Lust haben, eins, zwei, drei Mentor-Tools einmal auszuprobieren. Wo finde ich das und was hast du mitgebracht als Überraschung? Also mentortools.com ist einfach die Webseite, mentortools.com. Da kann sich Verlinken jeder wir auch noch mal eintragen unten und im Video, ja. genau. Und für alle, die jetzt bei dem Interview hier dabei sind, die beim Kongress dabei sind, die bekommen noch zusätzlich einen Bonus. Und zwar normalerweise haben wir so eine 14-Tage-Testphase, die gilt für alle, aber wir werden die verlängern auf 30 Tage. Das heißt, wenn man sich hier anmeldet, kann man dann jederzeit unseren Support schreiben. Das muss man einfach einmal kurz an support@mentortools.com schreiben und sagt, hey, ich bin vom Kongress.
bitte verlängern. Dann wird die Testphase mal verlängert und man hat ein bisschen mehr Zeit, sich damit zu befassen, sich das Ganze anzuschauen. Und der größte Vorteil ist dann noch ein weiterer, nämlich wir bieten normalerweise für 99 Euro so eine technische Einrichtung an. Das bedeutet, immer wenn man eine neue Software nutzt, dann muss man sich erstmal zurechtfinden. Und obwohl MentorTools extrem benutzerfreundlich ist und richtig gute Bewertungen auf Trustpilot hat, dass sie eine der benutzerfreundlichsten Plattformen überhaupt sind, die die Leute nutzen und erlebt haben, obwohl es ist, muss man sich natürlich doch ein paar Minuten Zeit nehmen, sich zurechtzufinden. Das ist immer so. Und das können wir jetzt noch einfacher machen, nämlich in einem Zoom-Call 1:1. Jeder, der möchte, quasi kann das anfordern. Da spricht jemand aus meinem Team mit euch und richtet im Prinzip gemeinsam den Mitgliederbereich so ein, dass man zum Beispiel schon einen Kurs erstellt oder man richtet eine eigene Domain ein. Man verknüpft es mit dem Zahlungsanbieter, man verknüpft es, schaltet zum Beispiel schon die Werbung oder sowas. Also in 60 Minuten, so lange dauert das, kann man extrem viel schon schaffen und kann man schon viel umsetzen. Und das bieten wir jetzt für alle, die sich jetzt anmelden, über den Kongress kostenfrei an. Ja? Man muss halt nur sich anmelden, direkt eine E-Mail schreiben, sagen, bitte Gespräch anfordern. Und weil die meisten wünschen sich, dass man sie an der Hand nimmt und einmal die Technik mit ihnen gemeinsam macht. Und genau das gibt es jetzt sogar zum Nulltarif. Ja, weil das ist ja meistens so das erste Problem. Gell? Du hast eine neue Software, musst neue Dinge machen. Und diese erste Hürde, das ist immer das Schwierigste. Und wenn man die einmal geschafft hat und wenn ihr da sogar noch die Leute kostenfrei mit an die Hand nehmt, echt eine super, super Sache. Also alle, die mal einen Online-Kurs ausprobieren wollen, die irgendeine coole Idee haben, eine abgefahrene Idee haben, ja, eigentlich jetzt eure Chance, das zusammen mit Jakob umzusetzen oder mit Jakob näher zu besprechen. Jakob, du bist ja in Dubai und kriegst vielleicht in Deutschland gar nicht mehr so viel mit. Bei uns in Deutschland oder in Europa ist ja momentan Panik, Panik, Panik. Die Welt geht unter, die Unternehmen gehen alle pleite, Krieg und so weiter. Hast du bei dir im privaten oder im beruflichen Umfeld da irgendwie schon drauf reagiert? Hast du da was umgestellt? Bist du panisch oder wie gehst du mit der Krise um aktuell? Nee, ich bin nicht panisch. Es ist eine Krise, es ist zweifelsfrei nicht angenehm, wenn die Inflation sehr hoch ist und wenn wir Probleme mit Energiekosten und so weiter haben, das sehe ich auch so. Ich bekomme da natürlich einiges mit, weil viele unserer Kunden sind in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und das ist klar, auch Dubai ist keine Insel, obwohl es weit weg ist. Ja, also man bekommt da einiges mit, natürlich. Und ich bin auch immer wieder in Europa, ja. Bei Events, bei Veranstaltungen und so. Aber ich habe im persönlichen Umfeld jetzt nichts umgestellt, weil ich hatte meine Firma immer schon quasi rein online. Ja? Also ich habe, wir haben 12 Mitarbeiter und die sind aber alle verteilt. Ja? Die sind nicht an einem Ort, in einem Büro, sondern die sind alle verteilt. Ein paar davon reisen herum und arbeiten von da. Ein paar davon sind schon an ihrem Arbeitsplatz, zum Beispiel im Homeoffice. Aber von dem her bin ich von der Firma her schon mal so aufgestellt, dass es relativ flexibel ist. Da musste ich nichts ändern. Und auch von dem, was wir anbieten. Wir bieten ja im Prinzip für das, was jetzt gerade passiert, eine optimale Lösung an. Mhm. Weil viele Menschen haben in ihrer Karriere viel Wissen aufgebaut und es wird auch weiterhin viel Nachfrage nach Wissen geben. Nur wenn du zum Beispiel dein Wissen verkaufst in Form von einem Online-Kurs oder Coaching oder auch eine Dienstleistung, dann hast du damit halt keine, bist du nicht so abhängig von der Inflation, weil du musst nicht irgendwelche Sachen einkaufen und dann weiterverkaufen und so weiter, sondern du solltest halt jetzt quasi gerade auf das setzen. Du solltest jetzt diese Chance nutzen. Wenn man schon irgendwie das zu Corona-Zeiten nicht gemacht hat, dann ist halt jetzt nochmal der Weckruf. Es wird wirklich nicht besser, wenn man davon abhängig ist, dass man quasi offline vor Ort etwas verkauft. Weil vor Ort kann jetzt passieren, dass die Regierung quasi das Geschäft zusperrt. Es kann passieren, dass die Fixkosten auf einmal so steigen und die Heizkosten, dass es das nicht mehr rentiert. Das heißt, es führt einfach keinen Weg daran vorbei, das online zu gehen und sein eigenes Online-Business aufzubauen und mit maximaler Flexibilität dort zu wohnen, wo man zum Beispiel gar keine Heizkosten braucht. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich jetzt mit der Sache zu beschäftigen, weil besser wird es nicht. Ja, ich glaube auch, gerade also das initiale Investment ist ja mega niedrig, wenn ich einen Online-Kurs aufnehmen will, oder? Ja. Was sind da so die Basics, die ich brauche? Was empfiehlst du den Leuten? Du brauchst dann so ein Ringlicht, das ist ein Licht, das dich anscheint, weil du einfach gute Beleuchtung hast. Mhm. Und du kannst den Online-Kurs auch mit einem Handy aufnehmen. Also wir haben richtig gute Kurse, die mit dem Handy aufgenommen werden. Das mehr braucht man gar nicht dazu, wenn man ein Smartphone hat. Und vielleicht auch so ein Mikro oder so ein Steckmikro, das man da anstecken kann. Und das passt schon.
Das heißt, Investition dafür hält sich in Grenzen. Da sprechen wir irgendwie von 100 Euro, weil vielleicht ein gutes Mikro plus ein Ringlicht kostet auch insgesamt 100 Euro und das war's. Und ein Handy hat jeder schon. Und damit kann man eigentlich starten, richtig gute Videos aufzunehmen, auch von überall aus. Also maximale Flexibilität und maximaler. Also es ist ja so, dass man muss dann mal überlegen, was ist ein Online-Kurs eigentlich? Ein Online-Kurs ist eine Lösung für ein Problem. Da geht es ja nicht um die Videos per se, sondern da geht es darum, dass ich ein Problem habe und im Online-Kurs lerne ich mit Wissensübertragung, wie ich das Problem löse. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Yoga online lernen, dann möchte ich meine Gesundheit verbessern. Wenn ich sage, ich möchte meine Steuern optimieren, dann gibt es auch Kurse dafür mittlerweile. Es gibt Kurse für wie ich ein Hobby besser mache, aber selbst da habe ich ja das... die Motivation und den Drang, das irgendwie besser zu machen. Das heißt, das löst mir ein Problem. Und je schlechter die Zeiten werden, desto mehr Probleme gibt es und desto mehr Nachfrage gibt es, diese zu lösen. Und da ist ein Online-Kurs oft immer die beste Variante, weil ich flexibel von zu Hause aus das machen kann. Also wenn man jetzt wirklich in einer Nische ist und man macht in dieser Nische genau die Lösung für ein Problem, dann kann man da sehr, sehr gut durchstarten, jetzt in der aktuellen Zeit und sehr viele Kunden gewinnen, weil und das maximal flexibel von zu Hause aus, ohne Fixkosten. Hast du schon mal Kurse gehabt oder jemanden gehabt, also dass es richtig blöde Ideen gab? Wo du sagst, brauchst du gar nicht erst anfangen? Gibt es sowas auch? Also es gibt natürlich Geschäftsideen, die nicht funktionieren. Wenn du sagst, ich mache jetzt ein neues Facebook nur für Katzenbesitzer, dann würde ich dir empfehlen, das nicht zu machen. Also was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir geben gerne Feedback, wenn es gefragt ist, zu Geschäftsideen, weil wir wissen ja im Prinzip, was funktioniert und was nicht. Und das Häufigste, was wir haben, ist, dass eine Geschäftsidee zum Beispiel entweder zu hohes Investment erfordert. Wenn die Leute sagen, ich will eine App programmieren, die das und das kann, dann empfehlen wir meistens, starte doch mal quasi was schneller Geld verdient. Ja, du kannst viele Apps kann man auch als Kurs lösen, indem man einfach etwas erklärt, was es schon gibt und zum Beispiel als Affiliate dann eine andere App empfiehlt und dann gleich mal Geld verdient. Die andere Sache ist, dass Leute halt Geschäftsideen machen, die nicht wirklich Probleme lösen. Manchmal gibt es das, wo man wirklich sagt, ein Kurs zum Thema, ja, fällt mir jetzt aktuell spontan nichts ein, was ein schlechtes Beispiel wäre, aber einfach wenn ein Kurs nur Wissen vermittelt, und nicht wirklich ein Problem löst, dann ist es auch kein guter Kurs. Aber meistens kann man das leicht einfach ein bisschen verändern und schon hat man einen richtig krassen Kurs, der ein Problem löst. Und da sehen wir auch unsere Stärke, weil da jeder, der sich überlegt, ich würde eigentlich gerne, aber ich weiß nicht genau wie, der kann zu uns kommen. Wir machen das richtige Geschäftsmodell mit ihm gemeinsam, also wir empfehlen da was. Wir geben eine Anleitung, wie er Videos aufnimmt, wir geben eine Anleitung, wie er Marketing macht. Wir haben Anleitungen, Checklisten für Facebook-Marketing, für TikTok-Marketing, für Instagram-Marketing. Wir haben da überall Anleitungen, sodass man wirklich schnell und einfach starten kann. Okay. Das heißt, es geht in den Videos oder es soll in den Videos nicht nur um Wissensvermittlung gehen, sondern man soll auch immer darauf achten, dass man auch wirklich ein Problem löst. Auf jeden Fall. Okay, das ist doch mal schon mal ein guter Tipp, ja. Ja. Du bist ja auch beim Reichtumspaket mit dabei und für die Käufer vom Reichtumspaket hast du ja auch noch was Cooles mit reingelegt. Genau, ich habe da so eine Anleitung entwickelt, wie man als Affiliate, also quasi ohne einen eigenen Kurs entwickeln zu müssen, wie man damit Geld verdienen kann und zwar mit dem aktuellen E-Learning und also E-Learning-Boom mit dem aktuellen Megatrend E-Learning, weil das Thema E-Learning und wie man halt online lernt, das wird nicht weggehen. Und man kann da sich als Affiliate sehr, sehr gut positionieren und damit Geld verdienen. Und zwar monatlich passiv Einkommen. Und genau dieses Prinzip, das dahinter steckt und wie man das am besten einsetzt, das habe ich in der Anleitung, in dem Minikurs quasi erklärt und der ist im Reichtumspaket dabei. Genau, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Affiliate ist oder was das genau bedeutet. Das ist so eine Art, wenn man das jetzt neudeutsch Influencer vielleicht ein bisschen sagen will, das ist immer so, jemand, der einen Kurs hat. Jemand, der einen Kurs hat oder der ein Produkt hat, möchte natürlich, dass das verkauft wird. Und wenn du ihm dabei hilfst, den Kurs oder das Produkt zu verkaufen, dann bekommst du eine Provision. Und es gibt im Internet natürlich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, anderen Leuten beim Verkaufen zu helfen. Und das nennt man dann Affiliate. Und du hast eine Anleitung, wie man das richtig gut machen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja. Genau, aber nicht nur für Kurse, sondern generell. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ohne jetzt Kurse zu empfehlen, um von dem ganzen E-Learning-Boom zu profitieren.
Und da haben wir im Prinzip eine richtig coole Methode gefunden, wo man selber keine Kurse erstellen muss, wo man selber sofort loslegen kann und wo man damit mit dem Endergebnis auch wirklich planbar jeden Monat Einkommen generieren kann. So, weil ich bin kein Freund davon, wenn man also als Profi-Affiliate kann man Kurse empfehlen. Als Anfänger-Affiliate tut man sich ein bisschen schwer, Kurse zu empfehlen. Da sollte man eher was anderes empfehlen. Ja, also, aber da gehen wir noch im Reichtumspaket dann ins Detail. Okay. Wir haben ja auch viele, also oder ich kenne ja auch viele bei uns in der Community, die hier so Dropshipping machen oder hier bei Amazon oder Otto versuchen, Artikel auf Provisionsbasis zu verkaufen. Wäre das auch eine Zielgruppe, die bei dir oder mit diesem Kurs was Neues lernen könnte, oder sind das andere Mechaniken? Ja, also ich meine, jede Zielgruppe, der sagt, ich will online damit Geld verdienen und ich will halt möglichst schnell und möglichst planbar nebenbei starten. Also wenn man sagt, ich will ab und zu mal irgendwo so einen Link zu einem Affiliate-Produkt auf Facebook posten, dann ist man definitiv falsch, weil das ist keine Strategie, die einem langfristig Geld bringen wird, sondern man braucht circa 5 Stunden pro Woche, die man investieren muss. Ja, ich finde das moderat für das, dass man immerhin auch ein Business aufbaut. Das ist wirklich nicht viel. Aber wenn ich sage, ich will das jetzt in 1 Stunde pro Woche machen, so nebenbei am Handy, dann geht es nicht. Also 5 Stunden pro Woche muss man sich schon Zeit nehmen. Das ist entweder am Abend mal 2, 3 Stunden an 2 Tagen oder man macht es irgendwie konzentriert an einem Wochenende, am Samstag oder sowas, und nimmt sich da Zeit für sein Business. Aber dann kann man relativ gut und einfach das Ganze aufbauen. Und damit loslegen. Und im Prinzip jeder kann das verwenden, der nebenbei, neben dem Job Geld verdienen will, sich damit einen Fuß in die Tür von dem ganzen E-Learning setzen will und der dann sagt, okay, später mache ich vielleicht mal meine eigenen Kurse, aber ich möchte erstmal ausprobieren, wie das wirklich funktioniert. Ja, mega. Dann ging es ja heute wirklich nur darum, wie kann ich online Geld verdienen, oder? Also alle Zuschauer, die jetzt sagen, hier, ich würde gerne einen Kurs machen, haben jetzt die optimale Möglichkeit, 30 Tage kostenlos bei Mentor Tools mit ihrem Kurs loszulegen. Sie bekommen von dir noch die kostenlose Beratung, die kostenlose Ersteinrichtung im Wert von 99 € mit dazu. Also das ist schon mal die erste super Möglichkeit. Und dann für alle, die dieses Reichtumspaket kaufen, haben dann nochmal die Möglichkeit, dann sogar zu lernen, wie man mit dem Affiliate-System Geld verdienen kann. Und bei dem Affiliate-System hast du ja gerade gesagt, 5 Stunden pro Woche, aber dafür muss ich halt nicht selber irgendwie Videos aufnehmen. Ich hab ja dann noch weniger Ausgaben eigentlich, oder? Muss ich da irgendwas? Genau. Da Genau, da musst du ja ist gar gar nichts keine kaufen in Ausgabe dem mehr. Fall. Ja. Richtig, richtig cool, Jakob. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da die Möglichkeit mal aufgezeigt hast, wie man da Geld verdienen kann, wie die Profis Geld verdienen. Sehr Wenn du gerne. magst, darfst du gerne noch das Schlusswort haben, falls noch Ja, was sehr nicht gerne. gesagt Also ist. Ich möchte nur am Schluss sagen, weil ich das jetzt im Moment wirklich, wir merken das ja, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen, dass das Thema E-Learning, Online-Business, Online-Kurse vor allem so viele Anwendungsmöglichkeiten hat und dass wir immer wieder Leute sehen, die mit dem Gedanken spielen und es dann aus irgendeinem Grund nicht machen. Die sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich mache das dann später und so. Und dann beißen sie sich in den Allerwertesten quasi, weil sie sagen, hätte ich es nur irgendwie vor ein paar Jahren gemacht. Das war schon so quasi, als wir damals gesagt haben, Leute, macht doch Instagram-Marketing, jetzt sind die Preise richtig günstig. Und die Leute haben gesagt, ja, mache ich später mal. Und dann wundern sie sich, wenn die Preise jetzt das Zehnfache sind, wie sie damals hatten. Also das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber so eine Chance muss man packen, wenn sie direkt vor der Tür steht. Ja. Und jetzt ist die Chance hat, dass man noch sich positioniert, seine eigenen Kurse stellt oder immer als Affiliate mit dem ganzen Thema Geld verdient. Aber ich sage mal, in ein paar Jahren werden dann schon einige Anbieter so gefestigt sein, dass man da kaum noch reinkommt. Wer denkt, das wäre jetzt schon so, der liegt auf jeden Fall falsch. Weil da tut sich schon noch einiges. Gerade durch diese Corona-Welle haben sich viele neue Methoden aufgetan, weil damals, vor ein paar Jahren, haben viele gesagt, so in meiner Branche kann ich nichts online machen, ja, kann ich keinen Zoom-Calls anbieten oder sowas. Und mittlerweile ist das in vielen Branchen schon völlig normal geworden. Also da hat sich echt das Mindset komplett geändert. Und auf diesen Zug kann man noch aufspringen, das kann man auch verwenden. Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich wirklich viel verändert. Also wenn ich alleine nur gucke auf meine eigene Arbeit, früher hieß es immer Homeoffice, um Gottes Willen. Und heute ist das Homeoffice quasi das Normalste der Welt geworden. Ja, das ist schon krass, ja. Ja, nutzt die Chance auf jeden Fall. Da kann ich Jakob nur recht geben. Wenn man was aufschiebt, ist es meistens schon so, dass man es gar nicht mehr macht. Ja, wenn der Zug einmal abgefahren ist, dann kann man nicht mehr einsteigen. Und wer weiß, ob der nächste dann wirklich noch kommt. Von daher, Jakob,
Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, viel Spaß. Ich glaube, gutes Wetter muss man in Dubai nicht wünschen, oder? Das Das ist, ist stimmt, glaube das ich, stimmt schon. Standard. Und von daher, ja, vielen lieben Dank und ja, alles oder nur das Beste für dich. Danke sehr, Und das wünsche ich dir auch, das wünsche ich auch allen Zusehern. genau, und auch allen Zuschauern, genau. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.